Moin zusammen, La Niña. Hast du davon außerhalb des Spanischunterrichts schon mal gehört? La Niña ist für extreme Wetterereignisse in Südamerika und Südostasien verantwortlich. Um was es sich hier genau handelt, erfahrt ihr jetzt. Fangen wir erstmal bei ein paar allgemeinen Fakten an. Wie El Niño entsteht das La Niña-Phänomen auch im Pazifik. Es handelt sich also auch hier um ein Windphänomen. Meistens tritt es nach einem El Niño-Ereignis auf. La Niña dauert mindestens 5 Monate, kann aber auch länger als ein Jahr dauern. Es ist also nichts anderes als extreme Bedingungen bei normaler Walker-Zirkulation. Bei normaler Walker-Zirkulation ist das Wasser vor der südamerikanischen Küste kalt, während das Wasser vor Südostasien und Nordaustralien warm ist. Bei La Niña sind die Temperaturunterschiede dann noch größer. Heißt, vor Südamerika sinken die Wassertemperaturen und vor Südostasien steigen die Temperaturen noch weiter an. Dafür gibt es natürlich auch einen Grund. Die ITC verschiebt sich nach El Niño-Jahren weiter nach Norden. In La Niña-Jahren weht der Südostpassat dann sehr, sehr stark Richtung Norden und Westen. Dadurch strömt warmes Oberflächenwasser nach Westen in Richtung Asien. Das Wasser wird regelrecht vor die indonesische Küste gedrückt und ist extrem warm. Andersherum kann vor der Küste Südamerikas noch mehr kaltes Wasser aufsteigen. Das passiert durch den Humboldtstrom. Während des La Niña-Ereignisses breitet sich der Humboldtstrom ganz weit nach Norden aus. Und das hat dann natürlich auch Folgen. Und zwar wirkt das als eine Art Verstärkung der Walker-Zirkulation. Vor der Küste Südamerikas sinkt jetzt noch trockenere Luft ab. Das verstärkt die trockenen bzw. ariden Bedingungen an Land. Also zum Beispiel in der Atacama-Wüste. Andersherum ist das Upwelling durch den Humboldtstrom verstärkt. Upwelling heißt nichts anderes als Auftrieb von kaltem Tiefenwasser. Auf der anderen Seite ist dafür die Wassertemperatur vor Australien und Indonesien höher. Deshalb erwärmt sich die Luft dort auch noch stärker. Sie kann also über dem Meer noch mehr Wasser aufnehmen. Deshalb regnet es dort während La Niña-Jahren auch noch mehr. Alle Bedingungen, die ihr auch schon von der Walker-Zirkulation kennt, sind also verstärkt. Okay, gut soweit. Dann vergleichen wir mal noch den El Niño mit La Niña. Erstmal gilt für beide, dass die Entwicklungen meist zwischen April und Juni anfangen. Am stärksten sind die Auswirkungen dann von Dezember bis Februar. Die Phänomene dauern dann meistens so 5 bis 12 Monate, können aber auch über ein Jahr dauern. Der wichtigste Unterschied ist, dass bei El Niño der Südostpassat ganz schwach und sehr weit im Süden weht. Während der Wind bei La Niña sehr stark und weiter nördlich im Bereich des Äquators weht. Beim El Niño sind die Wassertemperaturen vor Südostasien und Südamerika relativ gleich. Im Gegensatz dazu ist bei La Niña das Wasser vor Südostasien viel heißer, manchmal mehr als 10 Grad im Vergleich zur südamerikanischen Küste. Bei El Niño haben wir deshalb große Regenfälle im Ostpazifik, also in Südamerika, und Dürren in Südostasien und Australien, also im Westpazifik. Bei La Niña ist das Ganze dann natürlich andersherum. Außerdem dringt der Humboldtstrom bei La Niña viel weiter Richtung Norden vor und bringt so auch mehr kaltes Wasser an die Meeresoberfläche. Weil das kalte Wasser mehr Plankton enthält, gibt es während La Niña auch mehr Fische vor Südamerika. Bei El Niño sind die Bestände dort ganz klein. El Niño und La Niña wirken sich auf die Entstehung von Hurricanes aus. Bei El Niño gibt es mehr Hurricanes im östlichen Pazifik als normal. Im Atlantik sind es dann weniger. Bei La Niña ist es dann natürlich wieder andersherum. So, was solltet ihr euch jetzt merken? Bei La Niña sind die Wassertemperaturunterschiede und Wetterphänomene wie bei der normalen Walker-Zirkulation, nur ein bisschen extremer. Das liegt an der Verschiebung der ITC nach Norden und dem dadurch stärkeren Südostpassat. Aber auch der Humboldtstrom ist dadurch weiter im Norden und bringt mehr kaltes Wasser. La Niña hat also genau die umgekehrten Auswirkungen als der El Niño. Hi, hier ist Alex von Simple Club. Das ganze Thema findest du jetzt hier in der Simple Club App. Dort gehen wir noch viel mehr ins Detail und gehen alle Dinge durch, die in deiner Klausur drankommen werden. Also klick jetzt hier und hol dir kostenlos die Simple Club App.